liebe Medienvertreter, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen den VfL Bochum am Freitag 18.30 Uhr bei uns im schönen Fritz-Walter-Stadion. Wir haben für dieses Spiel gegen Bochum Stand jetzt 20.500 Tickets verkaufen können. Das heißt, es gibt noch ein paar Tickets, kann man also noch zuschlagen. Für das darauffolgende Heimspiel ist schon vorab die Info Darmstadt 98. Auch da stand jetzt 20.500 Tickets. Dann haben wir noch die verkaufte Zahl der Tickets für unser Auswärtsspiel beim FC St. Pauli. Wir hatten 2.000 Tickets zur Verfügung. Innerhalb von 20 Minuten nach Verkaufsbeginn waren diese Tickets ausverkauft. Über uns gibt es also keine Tickets mehr für das Spiel in St. Pauli. Dann kommen wir aber jetzt zur aktuellen sportlichen Situation. Ich begrüße hier oben unseren Sportdirektor Markus Schupp, Cheftrainer Kostas Rondjajic und unseren FCK-Profi Armin Younes. Markus, das Spiel in Leipzig, blicken wir nochmal zurück, war ja erst vorgestern 0:0, gute Partie. Was kann man da aus diesem Spiel mitnehmen? Ja, also ich glaube, ganz, ganz viele positive Erkenntnisse, was unsere Mannschaft betrifft. Wir haben in Leipzig aus meiner Sicht ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gezeigt bei einem unglaublich Lauf oder bei der laufstärksten Mannschaft, was die Werte betreffen in dieser Liga. Eine Mannschaft, die sehr, sehr hoch, auch riskant verteidigt, mit einem unglaublichen Pressing, Gegenpressing auf den Gegner, hat sich unsere Mannschaft sehr, sehr gut verkauft. Sie hat sich überhaupt nicht beeindrucken lassen von deren Spiel, von ihrer Art und Weise zu spielen. Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben auf diese Leipziger Mannschaft haben wir uns überhaupt nicht beeindrucken lassen. Ganz im Gegenteil, ich habe so immer das Gefühl, je mehr unsere doch sehr junge Mannschaft gefordert wird, umso mehr ist sie imstande auch dagegen anzugehen. Und Kostas hat die Mannschaft dort wieder hervorragend eingestellt. Jeder wusste, was er zu tun hatte, dass es kaum eine Möglichkeit gibt, im Mittelfeld mal den Ball anzunehmen, sondern dass sie gleich mit 3-4 Leuten unter Druck gesetzt werden. Und da hat sich unsere junge Mannschaft hervorragend verkauft. Und viele, viele gute Chancen herausgespielt, Möglichkeiten herausgespielt, sehr gut kombiniert. Wir haben zwei Ausfälle gehabt mit Karim Demirbay, mit Alexander Ring, die momentan eine sehr gute Verfassung haben. Wir haben das richtig gut kompensiert. Ja, das spricht auch für unseren guten Kader. Und also insgesamt sehr, sehr viele gute Erkenntnisse aus Leipzig mitnehmen können. Dankeschön, Markus. Kostas, wir haben es gehört, sehr intensives Spiel vor zwei Tagen in Leipzig. Jetzt kommt der nächste schwere Gegner mit dem VfL Bochum. Reicht die Zeit für die Mannschaft, um da auch komplett zu regenerieren? Ja, ich hätte gern sicherlich das Spiel am Samstag gespielt oder am Sonntag. Viel lieber, aber ich denke, wir sind gut vorbereitet. Wir haben bewusst die Nacht in Leipzig dann auch verbracht und konnten somit diese Nacht im Hotelbett verbringen und nicht im Bus. Insofern gehe ich davon aus, dass wir entsprechend motiviert und auch gut vorbereitet in das Spiel gehen werden. Aber in der Tat, es war ein sehr intensives Spiel in Leipzig. Wir mussten sehr viel investieren. Wir waren aus meiner Sicht die spielbestimmende Mannschaft und haben auch da einen Auswärtspunkt mehr als verdient. Und wir sind heim sehr stark und wollen unsere Heimbilanz weiter aufpolieren. Danke, Kostas. Armin, wie ist es bei dir, der Stand, was das Thema Regeneration betrifft? Das Spiel war Montag, Heimspiel, dann Freitag. Wird man da wieder komplett fit oder wie nutzt du die Tage, die dazwischen liegen, aus? Ich denke, darüber haben wir auch in der Mannschaft gesprochen und das hat der Trainer auch schon gesagt. Wir haben die Nacht noch in Leipzig verbracht, um einfach gut zu regenerieren. Und ich denke, ja, dass jeder für sich selber auch einfach halt viel Schlaf braucht und sich gut ernähren muss. Und ich denke, da sind wir auch so professionell genug in der Mannschaft, dass jeder für sich das so gut macht, dass wir Freitag wieder fit sind. Danke, Armin. So, jetzt ist Zeit für Ihre Fragen.